Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Irgendwie ist der Tag komplett anders als gedacht. Ich war heute Morgen beim Arzt. Ich war ja letzte Woche zum Blutabnehmen, was man by the way immer noch sieht. Und ja, also was soll ich sagen? Ich muss hier nebenbei ein bisschen aufs Handy gucken, deswegen wundert euch nicht. Ich habe letztes Jahr im August leicht, also niedrig dosierte Schilddrüsenmedikamente bekommen, obwohl meine Werte im Normbereich waren, aber an der obersten Grenze, um auszuprobieren, ob es was bringt. Es hat sich nichts verändert in der Zeit, wo ich die genommen habe und jetzt seit Februar, März rum nehme ich sie nicht mehr. Und seitdem habe ich fast 10 Kilo schön wär's, 10 Kilo zugenommen, aus dem Nichts. Und dann hatte ich halt die Vermutung, dass das halt mit den Schilddrüsenmedikamenten zusammenhängt, weil ich habe nichts anderes geändert. Und in so kurzer Zeit so viel zuzunehmen, ist schon nicht so geil. Ja, und das habe ich heute mit meinem Arzt besprochen. Und der meinte dann, okay, dann versuchen wir es nochmal. Und ich hatte immer 25 Milligramm genommen. Wie heißt das? Euthyrox. Genau. Und jetzt probieren wir mal 50. Und in 6 Wochen gehe ich direkt wieder hin und dann gucken wir, ob das geht oder ob das zu viel für mich ist, ob sich was tut, wie auch immer. Genau. Die habe ich jetzt. Dann habe ich noch neues Vitamin D bekommen und sowas, weil ich immer so krass Probleme habe mit meinem Magen. Gaviscon. Mal ausprobieren. Keine Ahnung. Und dann habe ich gefragt wegen meiner Hüfte. Und er meinte, ich soll wirklich mal probieren, trotzdem weiterlaufen zu gehen und das wegzulaufen, den Schmerz. Eigentlich genau das, was man jetzt so intuitiv nicht machen würde. Aber ich werde das dann auf jeden Fall ausprobieren. Aber erst, wenn mein Tattoo komplett abgeheilt ist und dann werde ich das machen und wieder laufen gehen und gucken, ob es besser wird. Wahrscheinlich wird es am Anfang erstmal wieder wehtun, so wie jetzt die letzten Male, als ich es gemacht habe. Aber vielleicht hat er ja recht und es geht dann nach ein paar Mal weg. Hoffentlich. Ja, und ansonsten wollte ich eigentlich dann direkt, wenn ich nach Hause komme, also heute Morgen, ein Video schneiden und dann arbeiten gehen. So, jetzt ist die Sache, ich war die ganze Zeit am Handy, es ist jetzt 11:30. Ich habe noch gar nichts geschnitten bekommen, ich musste so viel machen. Es steht so viel auf meiner To-Do-Liste, wirklich. Ich komme nicht hinterher. Mein Schreibtisch sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich komme nicht hinterher. Jetzt bin ich am PC und will jetzt anfangen mit Videoschneiden. Aber das Ding ist, eigentlich hätte ich noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis ich zur Schicht muss. Ich habe aber noch keine Schicht. Ich gucke aber die ganze Zeit, weil ich will eigentlich noch eine. Und ich will aber auch ein Video eigentlich noch heute hochladen, aber eigentlich lade ich ja um 12 hoch. Das kriege ich im Leben nicht hin zeitlich, weil das ist in einer halben Stunde und ich kann nicht in einer halben Stunde ein Video schneiden. Da kann ich nicht mal 2% von dem Video schneiden. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucke ich, dass ich jetzt vielleicht doch noch eine Schicht bekomme. Und falls ja, könnte ich, wenn überhaupt, das Video nachmittags, abends rum hochladen. Aber besser als nichts, denke ich mir so. Ja, und wenn ich keine Schicht bekomme, werde ich den ganzen Tag nutzen, um hier zu arbeiten. Aber das ist irgendwie auch blöd. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist so ein seltsamer Tag und ich habe halt super wenig geschlafen. Deswegen bin ich so ein bisschen so meh. Und dann müssen wir gleich auch nochmal was essen, weil wir haben beide noch nichts gegessen und ich habe mittlerweile richtig Hunger. Ja, und ich hänge die ganze Zeit am Handy. Es ist 11:30 und ich habe nur noch 1% Akku. Ja, ich bin die ganze Zeit am Mails machen, am Nachrichten beantworten, irgendwas mit Kooperationen klären und keine Ahnung was. Dann habe ich hier so viele Zettel noch, um die ich mich kümmern muss, die ich abarbeiten muss. Ich werde jetzt gar nicht weiter lange drum rumquatschen. Ich mache mich jetzt an die Arbeit und dann gucken wir mal, was sich noch ergibt. Entweder ich werde noch arbeiten gehen oder ich werde hier die ganze Zeit arbeiten. Das gucke ich dann mal. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn Wochenende ist und wenn diese Woche rum ist. Diese Woche hat so hardcore in sich. Gut. Denn solche Sachen dich aufhalten. Du brauchst etwas, was du vom Handy auf den PC schicken willst. Dauert einfach nur. Habe ja viel Zeit heute. Überhaupt kein Problem. Lass dir einfach Zeit. Ist gar kein Ding. Dieser Tag ist hoffnungslos.
Kennt ihr diese Tage, wo ihr euch echt zu nichts zu gebrauchen fühlt? Ich habe das oft, wenn ich so richtig übermüdet bin. Und am liebsten, oder diese Tage, wo ihr so viel zu tun habt, dass ihr am liebsten gar nichts machen würdet und nur chillen würdet. So ein Tag ist heute. Ich habe so viel zu tun und ich will einfach nur mich ins Bett legen und chillen. Ich bin richtig genervt gerade. Das dauert alles hier so lange. Eigentlich hätte ich mein Video schon längst fertig geschnitten, aber nein, es ist die ganze Zeit immer irgendwas anderes. Das ist so verzweifeln. Ach ja. Ich bin so müde. Kannst du jetzt bitte mal schneller downloaden? Bitte? Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass ich aktuell eine ultra krasse Verlosung auf Instagram habe? Da wird ein iPhone verlost und AirPods. So was Krasses hatte ich noch nie. Und bis jetzt kommt es richtig, richtig gut bei euch an. Könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet, hier in die Kommentare. Ich glaube, das ist cool. Also ich mache trotzdem weiterhin noch so meine Verlosung, wo ich wirklich einfach das hier so, was ich zu Hause habe, verlose. Aber so was zwischendurch, wo man so was richtig Krasses gewinnen kann, finde ich schon cool. Ist schon fancy-mancy. Boah, Leute, ich blätter mir gerade das neue Thermomix-Magazin durch. Das, ich weiß gar nicht, habe ich vorgestern oder so bekommen. Ey, da sind so geile Rezepte drin. Ich drehe richtig durch. Vanille-Cookie-Dough-Eiscreme. Spaghetti-Eis, das zeige ich gleich Fabio, der wieder ausrasten. Zaubersoße für Eis. Das ist dann so eine Soße, die auf Eis hart wird. Richtig geil. Tiramisu-Eis, das ist jetzt nicht so mein Ding. Es sei denn, da ist kein Instant-Kaffeepulver. Nee, dann nicht. Eiscroissant mit Erdbeeren. Jetzt Achtung, das ist was für Fabio. Zeige ich ihm auch gleich. Der mag ja Gin Tonic ab und an mal gerne. Marinierte Erdbeeren mit weißer Schokosoße. Oh Gott. Himbeer, Stracciatella, Küchlein. Naked Cake mit Beeren. Sieht so geil aus. Jetzt, hier war ich glaube ich noch nicht. Mini-Biskuitrolle mit bunter Beerenfüllung. Die gehen wir jetzt einkaufen. Und ich dachte, ich gucke halt mal kurz da rein. Vielleicht ist da ja was drin, was wir jetzt kochen wollen. Frische Artischocken. Nein. Zwiebelvinaigrette für Artischocken. Ja, und das vielleicht Artischocken. Ich stehe nicht so auf Artischocken. Eiwa-Mayonnaise. Oh, geil. Nice. Oh, jetzt habe ich irgendwas geklickt. Ich warte nämlich, bis mein Video fertig ist. Deswegen sitze ich hier. Orientalische Möhren-Kokossuppe. Das klingt auch gut. Erdbeer-Butterkeks-Dessert. Ja. Gefüllte Paprika mit Grünkern-Chili. Geil. Vegetarisch. Nice. Oh, geil. Das ist echt geil. Hotdog-Pizza. Asia-Shells. Mit Putenbrust. Cremig bunter Gnocchi-Topf mit Salami-Streifen. Das sieht auch geil aus. Bunter Graupensalat. Vollkorn-Spaghetti mit feuriger Erdnusssoße. Fancy. Ich wollte dir kurz was zeigen. Warte, ich blätter kurz einmal zu Ende durch. Mandel-Cheesecake-Shake, bunte Reisbowl mit Reisfit. Da sind voll geile Rezepte drin. Käsesoße, würzige Möhren-Tomatensoße, Zucchini-Frischkäsesoße. Das ist doch unsere Seite, oder? Guck mal. Oh, das ist meine Seite. Ja, meine auch. Da ist deine. Geil. Canelloni. Die sind auch geil. Ja, aber dein Liebling sind eigentlich die beiden, oder? Penne und Cannelloni. Nee, meine Lieblinge sind Cannelloni und Rigatoni. Aber Penne? Penne ist immer sozusagen immer gut. Aber Rigatoni, also wenn ich die Wahl habe zwischen Rigatoni und Penne, nehme ich immer Rigatoni. Ja, außerdem, okay. Wenn ich Barilla kaufe, achte ich immer nur darauf, dass ich die nehme. Weil die sind geiler. Okay. Melanzana, la Parmigiana. Warte kurz, ich will dir doch noch was zeigen. Tomato, Tonato. Kennst du? Tomato Tonato? ja. Mit selbstgemachte Chutney. Tomate Margarita. Runder Apfelstreusel. Oh, lecker. So. Rote Beete-Creme ist sowas für dich. Oh. Apfelkleie-Porridge mit Joghurt. Sofort fertig, warte. Asia-Omelette. Oh. Das sieht geil aus. Bananenquark mit Kakao. Regenbogendieb. Oh, nice. Das ist bestimmt geil zum Grillen, sowas.
Ja, für Kinder ist das was, ja. Schokobäckchen. Mich interessiert es nicht, ob man debiler ist. Ja, aber das sind dann ja 5 verschiedene, so meinte ich das. Weißt du? Ist auch was für Kinder. Ein Brotschlange. Quarkbällchen mit Nuss-Nougat-Kern. So, pass auf, was ich dir zeigen wollte. Und zwar. Nehme ich. So. Für dich entdeckt. Was sieht geil aus? Spaghetti-Eis. Ach so, da. Das wollte ich dir zeigen. Ich habe das jetzt hier gesehen. Also nee, das. Ja, das ist diese Soße zum Selbermachen, die so hart wird auf Eis. Ja, geil. Wenn ich dir das mal machen soll, benötigen wir aber eine Spätzlepresse. Hallo, wir haben keine Spätzlepresse. Aber guck mal eine Seite weiter. Tiramisu-Eis. Nee, noch eine. Eis-Croissant mit Erdbeeren. Komm mal um die Ecke hier, ich sehe dich nicht. Ja. Ja, lies mal, was das für ein Rezept ist. Okay, eine Seite weiter. Noch eine. Ja. Aha. Ja, entschuldige, dass ich das nicht auswendig gelernt habe jetzt. Gin Tonic, Beeren Gin Tonic Bowl. Soll ich dir das mal machen, wenn du irgendwann mal wieder trinken solltest? Geil. Bestimmt lecker. Gut, jetzt suchen wir mal Rezepte raus, okay? Gut, Gin Tonic. Super. Heute zu Abend. Ich mach Diät. Ja, okay. Cool. So, Videos online. Wir waren einkaufen. Fabio räumt schon ein bisschen ein. Und ich jetzt auch. Ich renne mal in die Blume. Muchacho! Hey du! Hey du! Du alte Schoki. Boah, das ist mein Lieblings-Schoki. Trioladen. Ich dachte, du packst sie jetzt dahin. Irgendwo. Ich dachte, die Schokolade packst du weg. Nein. Ich habe ein veganes Eis gekauft. Das will ich mal ausprobieren. Ich mach das jetzt. Boah. Ja? Schon am Eis essen. Lecker. Haut mir jetzt aber nicht um. Aber das ist so, kennst du dieses typische Discounter-Schokoladeneis? Ja. So schmeckt das. Echt? Hm? Nicht aussagekräftig. Ja. Also ist lecker, aber... Geht mal ein bisschen. Aua. Das Geld nicht mehr. Ja. Ist okay, aber nicht das Geld wert. Ja. Hättest du für das Geld 3 Euro in dieses Magnum-Ding investiert, dann hättest du dein Eis, alter Schwede. Ja. Also es ist halt dieses typische Billig-Schokoladen-Eis. So schmeckt das. Vom Geschmack her ist es halt kein Vergleich. Ne? Warum man es isst oder mit den Beweggründen, ja. Da verstehe ich es wiederum. Ja. Ja. Nicht für das Geld. Ja. Wir werden jetzt was richtig Fancyes machen. Und zwar kochen. Aber ein fancyes Rezept. Und zwar Ciabatta-Auflauf. Klingt das nicht super seltsam? Aber Marvin hat das schon ausprobiert. Und Marvin meinte, war geil. Deswegen probieren wir das jetzt auch mal aus. Und wir sind ja Team. Wir wollen was Neues ausprobieren. Deswegen machen wir das jetzt und ich bin richtig gespannt. Wir haben auch Ciabatta gekauft. Und ich weiß gar nicht, was dann da noch reinkommt. Ich kann es euch ja gleich mal kurz zeigen. Das hier ist der Auflauf. Ich finde, der sieht schon lecker aus. Ciabatta brauchen wir Öl, Salz, Parmesan, Knoblauchzehen, Basilikum, Eier, Frischkäse, Kräuter, Pfeffer, Tomaten, grüne Bohnen, Frühlingszwiebel und Mozzarella. Los. Boah, sieht richtig lecker aus. Geil, das Brot haben wir schon angeröstet. Jetzt haben wir Bohnen, Tomaten, Frühlingszwiebeln und diese Gewürzmischung, also so Pesto-mäßig darüber. Mozzarella. Boah, das sieht geil aus. Ich habe noch nie irgendwie einen Auflauf mit Brot drin gegessen. Du? Nee. Bin richtig gespannt. Lecker. Oder? Lecker, ne? Schmeckt echt gut, aber da hätte noch ein bisschen mehr. Er hat schon ein bisschen mehr Soße reingemusst. Muss sogar ich sagen. Ja. Nicht so, wenn man das so zusammen isst mit dem Gemüse. Zu dir like this.
Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,